Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Frerich Pohl. Hallo Frerich, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo Emilia. Also mein Name war ja schon kurz gesagt, Frerich Pohl. Ich bin 55 Jahre alt, bin der Sohn meiner Eltern und Vater zweier Kinder. Ich bin Bruder zweier Schwestern und Onkel von 5 Neffen und Nichten und Großonkel von 2 weiteren und gleichzeitig Neffe der 5 Geschwister meiner Eltern. Ich bin Cousin von 11 Cousins und Cousinen. Und da hängen dann irgendwie noch mehr Leute dran. Also ist eine ziemlich große Sippschaft, aus der ich komme. Beruflich bin ich seit über 20 Jahren in der ambulanten Betreuung in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung tätig. Und ich bin Autor zweier Bücher. Zum einen, wie ich einer Schlange die Ohren abschwatzte, und das zweite, Erwachen der Königin. Selbst habe ich auch schon ein paar Bücher gelesen und Autoren, die mich begeistert und beeindruckt haben, sind unter anderem Leute wie Erich Kästner und Remarque, Klaus Mann, Rebecca Gablé, Robert Merl, Douglas Adams, Terry Pratchett, Walter Moers und bestimmt noch einige mehr, wenn ich mein Bücherregal durchgehen würde. Wäre jetzt schön gewesen, wenn du dein Bücherregal mit uns zusammen durchgehst, aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Okay, das dauert dann etwas länger, wenn wir die alle durchgehen. Das ist kein Problem, wir haben Zeit, gar kein Problem. Okay. Und du bist ja auch nicht das erste Mal zu Gast, du warst ja schon mal bei uns, zu hören in Folge 225. Vielleicht magst du mal kurz das Buch erwähnen, mit dem du zu Gast warst. Genau, ich war damals mit meinem ersten Buch bei dir, wie ich einer Schlange die Ohren abschwatzte. Das ist ein Märchen für Erwachsene, inspiriert durch die Grimmschen Märchen, speziell durch Dornröschen, wobei sie nicht die Hauptrolle spielt, sondern derjenige, der sie von ihrem Fluch erlöste. Heute bin ich mit meinem zweiten Buch hier, mit dem Buch Das zweite Erwachen der Königin. Es knüpft an das erste Buch an, ist allerdings keine direkte Fortsetzung, sondern findet in einem großen zeitlichen Abstand von circa 50 Jahren statt und beschäftigt sich mit der Frage, was aus der Prinzessin geworden ist. Sie ist natürlich inzwischen längst Königin, aber wirklich glücklich ist sie in ihrem Leben nicht geworden. Vielleicht lese ich einfach mal den Klappentext vor. Die Königin, ihr Berater und ihre Zofe, geheimnisvolle Inseln, 3 alte Männer, ein Küchenjunge, ein Trolljäger und ein Troll, ein Zauberlehrling, ein sagenumwobener Berg, eine undurchsichtige Alte, eine Stadt in Aufruhr, ein bedrohter Wald, ein sterbender See, ein ehrgeiziger Baron, ein Möchtegern-Herzog, Riesen, ein Kobold, ein Zwerg, eine Bibliothek, ein skrupelloser Händler, eine beinahe Elfe und eine junge Frau, die versucht, ihre Welt zu retten. Also, da ist ja ganz schön viel los bei dir in deinem Buch. Und die letzte Lesung mit dir, die war ja schon super. Also, ich fand sie toll, das weißt du. Und deswegen musst du jetzt auch bitte anfangen zu lesen. Okay. Du weißt, du hast richtig gutes Feedback bekommen. Ja, es hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Ja, ich würde dann einfach anfangen zu lesen. Also die Vorgeschichte lasse ich jetzt raus. Das ist die Vorgeschichte, die typische Dornröschen-Vorgeschichte. Und beginne im Grunde genommen 150 Jahre, nachdem der Fluch sie dann doch ereilt hat. Die Königin stand am Fenster der Bibliothek und ließ ihre Blicke über die unter ihr liegende Stadt schweifen. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals durch deren Gassen gelaufen zu sein. Sie konnte sich nicht einmal erinnern, jemals woanders als im Schloss gewesen zu sein. Sie fühlte sich unbehaglich. Eigentlich schon ihr ganzes Leben. Wozu war das gut, dieses Leben, fragte sie sich. Ihre Blicke wanderten über die lange Reihe der Regale voller Bücher, vollgestopft mit Wissen, von dem sie keine Ahnung hatte. Sie hatte in ihrem Leben nie ein Buch gelesen. Sicher, sie hatte als Kind natürlich das Lesen lernen müssen, und es war ihr schwer gefallen. Ständig waren ihr
von ihrem strengen Erzieher Texte vorgelegt worden, die sie bis zur Erschöpfung immer und immer wieder vorlesen musste und deren Sinn sich ihr nicht erschloss. Jedes Stottern, Zögern, jeder vergessene Buchstabe, jedes falsch ausgesprochene Wort, jede falsche Betonung wurden von ihm mit unbarmherzigem Blick bedacht und sie musste die einzelnen Wörter und Sätze so lange wiederholen, bis er zufrieden war. Sie hasste Bücher. Und sie hasste diesen Raum. Hier war ihr immer noch etwas unbehaglicher als anderswo. Aber dennoch kam sie immer wieder hierher. Immer, wenn er kam. Es war besser, sich schon so unbehaglich wie möglich zu fühlen, bevor er da war. Die Königin dachte nach. Auch etwas, das ihr schwer fiel. Denken hatten immer andere gemacht. Genauso wie Entscheidungen treffen. Und das war gut so. Bis vor wenigen Nächten, als ihr im Traum eine alte Frau erschienen war, die nur eine einzige Frage stellte und wieder verschwand. Aber sie kam wieder und wieder und wieder. Hast du jemals das Richtige getan? Die Frage dröhnte auch jetzt wieder in ihrem Kopf. Hatte sie überhaupt jemals etwas getan? Oder hatten nicht immer andere für sie entschieden? Eigentlich wollte sie nicht darüber nachdenken. Es strengte sie zu sehr an. Aber sie hatte auch Angst vor der alten Frau aus ihren Träumen. Vielleicht würde sie wieder verschwinden, wenn sie ihr antworten könnte. Aber wenn sie nichts getan hatte, konnte sie auch nichts Richtiges getan haben. Die Tür wurde aufgestoßen und noch bevor er eintrat, erfüllte sein Gestank den Raum. Sie rümpfte die Nase, dass er auch nichts dagegen unternahm. Sie nahm einen Zerstäuber von einem neben ihr stehenden Tischchen und verteilte großzügig Duftwasser, um den Geruch etwas erträglicher zu machen. Majestät, verneigte sich knapp. Die Rodung schreitet gut voran. Ich denke, wir werden in Kürze vor der Vollendung stehen. Ja, sie winkte ab. Das sind gute Neuigkeiten, sagte er triumphierend und verteilte noch etwas mehr seines bestialisch stinkenden Atems im Raum. Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück und sprühte noch mehr Parfüm in seine Richtung. Aber meinst du, dass es das Richtige ist, was wir tun, Johannes? Er sah sie erstaunt an. Sie hatte seine Entscheidung noch nie in Frage gestellt. Es ist immer das Richtige, was ihr tut, Majestät, versicherte er. Aber wenn ihr Zweifel habt, dann beenden wir unsere Arbeiten. Aber bedenkt, wie viel dann umsonst geschehen ist. Und bedenkt, dass euer Volk euch dann für eine schwache Königin halten könnte. Eine Königin, die einige übertragene Aufgabe nicht erfüllt, die zögert und zweifelt. Und vergesst nicht, mit welch abschätzigem Blick ausländische Mächte auf euch schauen werden. Vor allem jene, die nach dem Reichtum eures Landes trachten. Nun, und wenn diese in euch eine schwache Regentin meint zu erkennen? Er sprach nicht weiter, sondern fixierte sie mit festem Blick. Immer wieder gab er ihr Gelegenheiten, Schlussfolgerungen zu ziehen, die er ihr auf dem Silbertablett präsentierte. Doch nie kam sie von sich aus zu dem vorbereiteten Ergebnis. Nicht einmal das bekommt sie hin, dachte er und begann innerlich zu grinsen. Besser war das so. Und um sie nicht doch noch zum Denken zu veranlassen, brachte er seine Gedanken selber zu Ende. Diese Mächte könnten annehmen, dass es ein leichtes sei, ihre Majestät zu bezwingen. Ja, Hoheit, ich bin sicher, sie würden Krieg gegen euch führen. Und dies ist gewiss das Letzte, das ihr für euer Volk wollt. Sie nickte müde. Und sie fühlte sich schwach und doch noch unbehaglicher als zuvor. Der Gestank, den er verströmte, tat sein Übriges. Nichts gab es, um diesen gut zu übertünchen. Ihr wurde leicht übel und sie wollte, dass er geht. Du hast recht, Johannes, sagte sie matt. Und bitte erstatte mir weiterhin regelmäßig Bericht. Sie wandte sich wieder dem Fenster zu. Sehr wohl, Majestät. Zufrieden grinsend verließ er den Raum. Ihr Gesicht spiegelte sich in dem schon etwas matten Glas. Seltsam, dachte sie, als sie sich selbst betrachtete. Ihre verblühende Schönheit war noch zu erkennen, aber sie war unzweifelhaft eine alte Frau. Und er? Er war schon damals kein junger Mann, als er an den Hof kam und schnell zum wichtigsten Berater ihres Vaters aufstieg. Aber er hatte sich nicht verändert. Vielleicht war er etwas hagerer geworden.
aber man sah ihm sein Alter nicht an. Dabei musste er inzwischen uralt sein. Also noch eine Frage. Sie bekam Kopfschmerzen. In den letzten Tagen hatte sie sich mehr Fragen gestellt als in ihrem gesamten bisherigen Leben. Erschöpft ließ sie sich in einem Sessel, der einzigen Sitzgelegenheit im Raum, nieder, schloss die Augen und presste die Hände auf die Ohren und hoffte, so alle Gedanken aus ihrem Kopf vertreiben zu können. Allein, es wollte nicht gelingen. An sich hatte es das Leben gut mit ihr gemeint. Geboren als einziges Kind des Königs und ausgestattet mit blendender Schönheit, jedoch leider nicht mit dem Willen, ihre sonstigen Gaben auch zu nutzen. Dennoch hätte alles gut werden können, wenn es nicht diesen Fluch gegeben hätte. Ihre Eltern hatten alles versucht, sie davor zu beschützen, wenn auch vergeblich. Aber hatten sie das wirklich? Oder hatten sie dies alles nur getan, um sich selbst und ihre Macht zu schützen? Die Königin seufzte verzweifelt. Sie wollte nicht. Aber sie schaffte es nicht, sich dagegen zu wehren, einen Blick zurückzuwerfen auf all die Dinge, die in ihrem Leben geschehen waren. Hatte sie überhaupt jemals eines gehabt? Ein eigenes Leben? Wie sie sich als Kind zu verhalten hatte, ob und was sie spielte, alles hatten andere entschieden. Und danach, als sie eine junge Frau war, wieder hatten andere ihr keine Wahl gelassen. Und sie hatte nicht aufbegehrt. Ob und wen sie heiratete, wie sie diese Ehen führte und auch das Ende der ersten hatten ihre Eltern bestimmt. Sie dachte über ihre Männer nach. Der erste war der, der sie von dem Fluch erlöste. Sie wusste nichts über ihn. Er war ihr von Beginn an fremd und auch ein bisschen unheimlich. Aber er besaß eine Stärke, die ihn zu etwas Besonderem machte. Vielleicht hätte sie ihn irgendwann lieben können, wenn sie ihn besser kennengelernt hätte. Aber ihr Vater hatte ihn in den Krieg geschickt und als er zurückkehrte, war der König den Einflüsterungen von Johannes erlegen und schickte ihren Gemahl wieder fort auf eine geheime, gefährliche Mission, von der er nicht zurückkehrte. Sie hatte es damals nicht bereut. Ihre zweite Ehe wurde geschlossen, um eine politische Allianz zu schmieden und die Macht des Königshauses zu stärken und zu schützen. Er war der Spross einer mächtigen Adelsfamilie, aber er war schwach und genauso wie ihr waren ihm sämtliche Entscheidungen abgenommen worden. Sie beide hatten es nie gelernt, für sich selbst zu denken und zu handeln. Solange ihr Vater, König Cornelius, lebte, war alles gut. Aber als dann alle Verantwortung auf ihren Schultern lastete, wurde offenbar, dass er ihr keine Stütze sein würde. Aber zum Glück war Johannes immer da. Aber war dies wirklich ein Glück? Ihm gegenüber fühlte sich ihr Gemahl immer noch ein wenig kleiner und schwächer und nie versuchte er, eigene Ansichten zu vertreten. Zu keinem Zeitpunkt wusste sie, was ihr Angetrauter dachte und daher natürlich auch nicht, was ihn dazu bewogen hatte, auszuziehen, um Drachen zu jagen. Dabei gab es längst keine Drachen mehr. Dämlicher Narr. Auch er kehrte nicht zurück und auch diesmal zeigte sie kein Bedauern. Das einzige Bedauern, welches sich hin und wieder in ihre Seele kroch, war, dass sie keine Kinder hatte. Sie öffnete die Augen und hatte das Gefühl, dass die Bücherregale in die Höhe wuchsen und sich auf sie zubewegten. Vielleicht wäre es nicht das schlechteste Schicksal, dachte sie, wenn diese auf sie stürzen und unter sich begraben würden, sie wäre frei von all den quälenden Gedanken. Aber die Regale taten ihr den Gefallen nicht. Stattdessen verflog der Eindruck, sie würden größer werden und näher kommen. Sie waren einfach nur die Regale, die sie immer waren. Mühsam stand sie auf und läutete als Zeichen, dass sie die Bibliothek verlassen wollte. Die Tür wurde von einem Wachsoldaten geöffnet. Langsam schritt sie auf sie zu. Doch ihr Blick wurde abgelenkt zu einem Buch, welches scheinbar aus dem Regal gefallen und zur Hälfte unter dieses gerutscht war. Im selben Moment entdeckte auch der Soldat das Buch und lief sich dabei beständig verbeugend darauf zu, um es aufzuheben und zurückzustellen. Aber die Königin war eher an der Stelle und ohne darüber nachzudenken, dass es sich nicht geziemte, beugte sie sich hinunter und ergriff das Buch. Sie drehte es mehrfach in den Händen, bevor sie es genauer betrachtete und den Titel las. Sie wurde bleich und ihre Beine wurden schwach. Glücklicherweise war der Soldat jetzt nahe genug, um sie zu stützen und vor einem Sturz zu bewahren. »Hast du jemals das Richtige getan?« stand in dicken Lettern auf dem ledernen Einband. Später am Abend, nachdem der Soldat ihre Zofe angewiesen hatte, ihren Leibarzt zu rufen, welcher ihr nichts anderes attestierte, als dass sie überarbeitet sei und ihr Ruhe und ein leichtes Nachtmahl verordnet hatte, wagte sie es endlich, das Buch aufzuschlagen. Zu ihrem Überraschen und Entsetzen waren die Seiten leer. Zuerst dachte sie an eine Geheimschrift, die nur durch einen Zauber sichtbar wurde,
aber kurz darauf ergriff sie eine unsagbare Beklemmung. Dieses Buch war das ihre. Und es war an ihr, seine Seiten mit Leben zu füllen. Eine Mischung aus Zorn und Angst stieg in ihr auf und sie warf es mit aller Kraft gegen die Wand ihres Schlafgemachs. Am nächsten Morgen legte es die Zofe wortlos auf das Nachttischchen neben ihrem Bett und die Königin versuchte, ihm keine Beachtung zu schenken. Einige Tage später. Johannes lief durch die Gänge und Säle des Schlosses. Er fühlte sich müde und seine Gelenke und seinen Rücken schmerzten. Für seinen Geschmack war er viel zu lange geblieben. Drängendere Aufgaben warteten, als sich um die Belanglosigkeiten des höfischen Lebens zu kümmern. Aber als erster Berater wusste er auch, dass er eine angemessene Zeit bei der Königin verbringen musste, wenn er nicht den Argwohn ihres Haushalts auf sich ziehen wollte. Er war sich dessen bewusst, dass er von vielen nicht gemocht wurde. Vor einer niedrigen Tür blieb er stehen. Mit zittrigen Fingern zog er einen Schlüssel aus dem Hosenbund. Bevor er die Tür öffnete, blickte er den Gang hinunter. Es war niemand da. Mühsam stieg er die schmale Wendeltreppe hinauf zu seinem geheimen Kabinett. Es war spärlich eingerichtet. Ein schmales Bett, ein Stuhl, ein kleiner Tisch und eine wackelige Kommode. Johannes legte keinen Wert auf Luxus. Nein, er verachtete ihn. Der gesamte Raum war von einer dicken Staubschicht überzogen. Er hatte hier lange nicht mehr geputzt, denn er hatte Wichtigeres zu tun. Und niemand sonst durfte diesen Raum betreten. Er zog die mittlere Schublade der Kommode heraus, tastete nach der verschiebbaren Leiste und drückte vorsichtig den darunterliegenden Knopf. Mit einem leisen Klick öffnete sich eine kleine Tür an der Außenwand, die geschlossen nicht zu erkennen war. Dahinter war ein kleines Fach. Er entnahm ihm ein kleines braunes Fläschchen, setzte sich auf den Stuhl und atmete erleichtert auf. Vorsichtig entkorkte er die Flasche, um einen Schluck daraus zu trinken. Nur wenige Tropfen waren noch in ihr, dann war sie leer. Verdammt. Ein eisiger Schauer durchströmte ihn. Er musste wieder zu ihr, dieser furchtbaren Alten. Aber er hatte keine Wahl. Die Königin las. Nachdem ihre Zofe vor wenigen Tagen das Buch auf dem Nachttisch gelegt und ihr danach beim Ankleiden geholfen hatte und dann gegangen war, hatte sie eine starke Erschöpfung und tiefe Leere empfunden. Es war ihr nicht gelungen, dem Buch keine Beachtung zu schenken, so sehr sie es auch versucht hatte. Schließlich hatte sie es doch genommen und aufgeschlagen, und die Seiten waren immer noch leer. Ratlosigkeit hatte sie ihrer ermächtigt. Und sie kannte niemanden, den sie um Rat hätte fragen können. Der einzige Gedanke, der ihr ein wenig Zuversicht verlieh, war, dass sie Antworten in anderen Büchern finden könnte. Also war sie in die Bibliothek gegangen. Sofort hatte sich das altbekannte Unbehagen eingestellt und sie war unruhig vor den Regalen auf und ab gelaufen. Schließlich gelang es ihr dann doch stehen zu bleiben. Sie hatte eine Weile die Buchrücken betrachtet und gedacht, warum nicht? Dann hatte sie ein dünnes Büchlein herausgezogen und angefangen darin zu lesen. Es war eine ausführliche Abhandlung über den besten Neigungswinkel einer Gießkanne beim Wässern eines einzelnen Radieschens. Worüber Menschen sich Gedanken machen, hatte sie sich gewundert, aber sie hatte das Büchlein bis zum Ende gelesen. Sie war danach immer noch erschöpft, aber irgendwie hatte sich ihre Leere ein Stück weit gefüllt. Vielleicht mit unnützem Wissen, aber es fühlte sich gut an. Und sie las weiter. Sie nutzte jede Gelegenheit, die Bibliothek aufzusuchen, zog wahllos Bücher aus den Regalen und las diese von der ersten bis zur letzten Seite. Und sie hatte viele Gelegenheiten. Sie war zwar die Königin, aber zu tun hatte sie wenig. Sie las alles. 100-strophige Liebesgedichte, die Aufzeichnung eines Holzfällers über seine Gefühle beim Holzhacken, eine wissenschaftliche Abhandlung über die Fortpflanzung von Borkenmaden, die mehr Quellenangaben als Text enthielt, Ratgeber zum Feilen von Fingernägeln, erfundene und vielleicht auch einmal tatsächlich stattgefundene Hexengeschichten, die Beobachtung eines längst vergessenen Astronomen während seines Stuhlgangs. Und mit jedem Buch füllte sich ihre Leere mehr und mehr und sie begann eigene Überlegungen über den Zusammenhang der Dinge anzustellen. Schließlich wagte sie sich an die Enzyklopädie Historica, eine 35 Bände umfassende Abhandlung über nahezu alles, was in ihrem Land jemals geschehen war, geschehen würde oder geschehen könnte. Vieles erschien ihr derart unglaubwürdig, dass es nur ausgedacht sein konnte. Aber selbst wenn, dann hatte der Autor immerhin eine beneidenswerte Fantasie. Als sie ein Kapitel las, in dem am Rande die sagenumwobenen Inseln im kleinen Sifrika gestreift wurden, flammte etwas in ihr auf. Sie konnte es noch nicht richtig greifen.
Aber vor ihr erschien ein noch unscharfes Bild, wie eine Königin sein könnte. In der Nacht schlief sie schlecht. Immer wieder wachte sie auf, dachte über das Gelesene nach und betrauerte ihr verpasstes Leben. All diese Geschichten hatten ihr vor Augen geführt, dass sie Zeit ihres Lebens eine Gefangene war. Ja, sie war die Königin. Aber was bedeutete das schon? Sie hatte das Gefühl, dass jeder Hausierer mehr Möglichkeiten hatte als sie. Verbitterung stieg in ihr auf. Sie war doch die Königin. Ihr sollte das Vorrecht zustehen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ihre Gedanken wanderten zurück zu dem Moment, bevor sie das unbeschriebene Buch aufgehoben hatte. Hätte sie dies doch nie getan, sondern es dem Soldaten überlassen. Diese quälenden Gedanken wären ihr erspart geblieben und sie hätte ihr Leben der jahrzehntelang Gleichgültigkeit fortführen können. Aber jetzt, diese Qual würde bleiben und sie war sich der Tatsache bewusst, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Hast du jemals das Richtige getan? Aus dem Nichts heraus war die alte Frau erschienen und stand vor dem Bett der Königin. Die hat ihr gerade noch gefehlt. Wut kochte in ihr auf. Was willst du von mir? Schrie sie die Alte an. Die antwortete nicht, sondern sah nachdenklich auf die Königin herab. Was willst du von mir? Wiederholte die Königin nur unwesentlich leiser. Kein Grund, mich anzuschreien, sagte die Alte ruhig. Die Augen der Königin verengten sich zu schmalen Schlitzen. Ich habe keinen Grund, dich anzuschreien. Du dringst in mein Schloss ein und belästigst mich. Weißt du gar nicht, wer ich bin? Selbstverständlich weiß ich, wer du bist. Gerade weil du bist, wer du bist, bin ich ja hier. Was willst du von mir? Fragte die Königin, jetzt mit Erschöpfung in der Stimme. Die Frage ist viel eher, was willst du von dir? Was will ich von mir? Der Königin fehlte jegliches Verständnis für eine solche Frage. Ich bin die Königin, was soll ich von mir wollen? Die Alte lächelte. Darüber solltest du vielleicht einmal nachdenken. Wir sehen uns wieder, verabschiedete sie sich. Wer bist du? Fragte die Königin, aber die Alte war verschwunden. Wer bist du? Rief sie noch einmal. Es ist noch nicht an der Zeit, über mich zu reden. Die Alte war wieder da. Wir sehen uns wieder, verabschiedete sie sich zum zweiten Mal. Ja, das war ja wieder sehr schön. Also ich lausche dir ja sehr gerne, das weißt du ja. Das erzähle ich ja auch überall, das weißt du auch. Lass uns mal über die Figuren aus deinem Buch sprechen. Vielleicht magst du dir mal ein bisschen vorstellen, wie die so ticken, was du dir dabei gedacht hast, wo du die entwickelt hast. Mhm. Da ist natürlich zuallererst die Königin. Die ist, ja, altersmäßig ist sie so Mitte 60 bis Ende 60 ungefähr, ist ja zweimal verheiratet gewesen. Einmal ist sie noch verheiratet, also sie ist noch verheiratet, aber ihr Gemahl ist ja schon lange verschollen. Sie steht dem Leben bis zu dem Zeitpunkt relativ gleichgültig gegenüber. Es ist ja immer für sie gesorgt worden. Sie musste sich nie große Gedanken um sich, um das Leben machen. Sie hat immer versucht, die Aufgaben, die an sie herangetragen wurden, zu delegieren, beziehungsweise die sind ihr auch bereitwillig abgenommen worden. Und sie ist ja jetzt an so einem Punkt angelangt, wo sie durch einen äußeren Einfluss einfach angepiekst wird und sich mit sich selbst und mit ihrer Aufgabe, mit ihrer Verpflichtung auseinanderzusetzen und ja, irgendwann dann doch anzufangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das fällt ihr tatsächlich nicht leicht. Ja, sich auch von alten Denk- und Handlungsmustern zu lösen, was aber erforderlich ist für sie selbst und auch für die Geschicke ihres Landes. Und dann war ja schon aufgetaucht der Johannes, der erste Berater der Königin. Der ist auch jemand aus dem ersten Buch. Den gab es da schon. Und ja, der Johannes hat auch eine tragische Geschichte eigentlich hinter sich. Schwierige familiäre Grundvoraussetzungen gehabt.
und hat sich im Laufe seines Lebens dazu entwickelt oder den Ansicht entwickelt, dass die Menschen einfach zu tun haben, was man ihnen sagt und zu bleiben haben, wo sie sind. Also jeder gehört einfach dahin, wo er hingeboren wird. Mit einer Ausnahme, das ist er selbst, das würde er aber so auch nicht zugeben. Also er verfolgt da ein höheres Ziel. Es war ja auch schon die Rede von Rodung. Also er möchte einen bestimmten mystischen Wald roden. Da hat er auch persönliche Gründe für, das zu tun. Er schiebt aber immer Gründe vor, dass es darum geht, alles Unkontrollierbare aus der Welt zu schaffen. Also er ist auch gehetzt, getrieben, eigentlich auch eine bemitleidenswerte Person. Ja, denn war ja als dritte Person jetzt schon die Alte kurz angesprochen, die Königin aufsucht. Da lasse ich mal offen, wer sie ist und was ihr Antrieb ist. Sie spielt aber im Laufe der Geschichte an vielen Stellen eine nicht unentscheidende Rolle. Und dann gibt's als zweite Hauptfigur, zweite Hauptperson, noch eine junge Frau, die kommt von den Inseln im kleinen See Frigga. Und diese Inseln sind ja der komplette Gegenentwurf zur sonstigen Gesellschaft. Das ist eine freie Gesellschaft, die auch durchaus matriarchale Züge aufweist. Die Menschen da sind ungezwungen und leben letztendlich in paradiesischen Zuständen ein Stück weit. Und die Mia, also diese junge Frau, macht sich auf den Weg von den Inseln herunter, weil der See bedroht wird. Der wird krank und sie fühlt sich da verpflichtet, weil niemand anders aufbricht, die Insel zu verlassen. Sie ist ja eine junge, kluge Frau, der es aber auch nicht ganz schwerfällt, sich in dieser sehr stark den Traditionen und Regeln verhafteten Welt zurückzufinden. Aber sie ist einfach auch in gewisser Weise ein Glückskind, dass ihr immer wieder aus diesen haarsträubenden Situationen, in die sie gerät, herausgeholfen wird oder sie sich auch schafft, selbst da herauszuhelfen. Das sind so die Hauptfiguren neben einigen anderen mir sehr lieben Figuren. Das sind ganz schön viele Figuren bei dir im Buch. Wirklich Respekt. Ja. Tatsächlich, da tauchen einige auf. Also das, aber es gelingt, also mir ist gesagt worden, es gelingt, den Überblick zu behalten. Da kann ich nur gratulieren, dass dir das gelungen ist, weil ich stelle mir das auch sehr schwer vor in diesem Schreibprozess. Davon erzählst du ja nachher noch ein bisschen was. Daher kommen wir jetzt einfach mal zu dem Ort, wo dein Buch spielt. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, der Ort ist natürlich ein völlig fiktives Königreich. Das ist ein ziemlich großes Königreich. Namentlich benannt ist es nicht. Ist auch vielleicht nicht so wichtig. Also es geht auch ohne den Namen des Landes. Es gibt in diesem Land sehr viele unterschiedliche Orte und eben auch sehr viele mysteriöse, magische, mythische Orte. Also natürlich in erster Linie zuerst mal das Schloss, das in einem Tal liegt, umgeben von einer Stadt, die sich um das Schloss gebildet hat. Da spielt viel in diesem Schloss. Denn natürlich die Inseln im kleinen See Frigga, die ja nicht so richtig zu dem Land gehören. Also der See ist Teil oder grenzt an das Land, aber die Inseln liegen weit außerhalb. Die sind auch von keiner Stelle des Ufers aus zu sehen. Dann gibt es den Blaubeermer Forst, einen großen, mystischen, magischen Wald, in dem die sonderbarsten, wunderbarsten, gefährlichsten Kreaturen und Pflanzen ihr Dasein haben, der ja eben vom Johannes gerodet wird oder er versucht, den zu roden.
Dann gibt's noch ganz wichtig einen Berg, den Berg des großen Aphigides. Da komme ich, glaube ich, beim zweiten oder ganz gewiss beim zweiten Leseteil noch drauf zurück. Da deswegen würde ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Und es gibt noch eine Stadt, eine Hafen- und Händlerstadt, die freie Stadt Violan, die auch im ersten Buch schon eine Rolle spielte und jetzt 50 Jahre später ja so ein bisschen heruntergekommen ist, hat an Einfluss verloren und die Menschen dort glauben, dass auf einer Insel vor der Stadt ein Ungeheuer haust, welches sie bedroht und erpresst und sie dazu irrationalen Handlungen greifen, um sich vor dieser vermeintlichen Gefahr oder der tatsächlichen Gefahr zu schützen. Das sind so die Hauptorte, würde ich sagen. Also du hast in deinem Buch ganze Arbeit geleistet, ne? Ganz viele Figuren, ganz viele Orte und hast den Überblick nicht verloren. Nee, kommen wir ja vielleicht dennoch, das war ein mitunter nicht ganz einfacher Prozess, das alles zusammenzubringen. Da bin ich nachher gespannt, genau. Ja, wenn du magst, dann lies gerne den zweiten Teil jetzt. Ja, gerne. Also ich setze mal voraus, der zweite Teil ist zweigeteilt. Einmal spielt er auf dem schon benannten Berg und danach mache ich einen Schwenk auf die Inseln im kleinen Sifrika. Auf einem Berg. Der Staub wirbelte auf und tanzte in den einfallenden Sonnenstrahlen. Es war eine unsinnige Arbeit, der sich Krakel hingab. Denn sobald er am Ende des Raumes angelangt sein würde, würde sich der Staub legen und wieder eine Schicht auf dem Boden bilden. Und dennoch fegte er hier immer wieder. So hatte er wenigstens etwas zu tun, auch wenn es nicht das war, was ein Geschichtenkobold zu tun haben sollte. Es gab eine Zeit, an die sich Krakel nicht erinnerte, denn dafür war er zu jung, in der die Geschichtenkobolde im Land unterwegs waren und die Geschichten, welche hier ihren Ursprung nahmen, zu den Menschen brachten. Krakel war noch nie woanders gewesen als hier am Berg unter dessen kuppelförmiger, saalartiger Höhle, an deren Ende der riesige Steinthron aufragte, auf dem der große Aphigides saß. Eigentlich wäre es dessen Aufgabe, Geschichten zu erzählen, die dann Krakel und die anderen Geschichtenkobolde in die Welt brachten. Dies hat er auch lange Zeit getan, aber seit vielen Jahren schwieg er. Krakel wäre gerne hinausgegangen, aber als er geboren wurde, erzählte der große Aphigides nur noch wenig, und als er alt genug war, war er gänzlich verstummt. Die anderen Geschichtenkobolde schienen sich nicht daran zu stören, hatten sich in ihrem sesshaften Leben eingerichtet und machten sich gar immer wieder lustig, wenn Krakel ungeduldig um den Berg und durch die Höhle lief. Krakel lehnte sein Besen an die Felswand und rieb sich die Augen, in die ihm wieder einmal einzelne Staubkörner geflogen waren. Er blickte in Richtung des steinernen Throns. Von hier vorne war nicht mehr zu erkennen als der flackernde Lichtschein der Fackeln, welche die Höhle erleuchteten. Zu weit hinten erhob er sich. Krakel schneuzte sich. Er hatte keine Lust mehr zu fegen. Langsam lief er tiefer in die Höhle hinein. Kurz vor dem großen Aphigides blieb er stehen und schaute sehnsuchtsvoll zu ihm auf. »Erzähl was«, forderte er in Gedanken. Aber der große Aphigides schwieg. Krakel war enttäuscht. Und er war wütend. Warum blieb er stumm? Warum erzählte er nicht endlich eine Geschichte, die Krakel in die Welt bringen konnte? Immer nur fegen war ein blöder Lebensinhalt. Verärgert stapfte er um den Thron. Und von ihm unbemerkt öffnete der große Aphigides ein Spalt breit ein Auge und beobachtete den jungen Kobold. Er mochte den kleinen Kerl mit seinen großen schwarzen Augen voller Sehnsucht. Er war wie alle Geschichtenkobolde nur halb so groß wie ein durchschnittlicher Mensch, dafür aber mit großen Händen, großen Füßen und großen Ohren ausgestattet und wie alle Geschichtenkobolde mit dichtem schwarzen Haar, welches wild in alle Richtungen abstand. Äußerlich unterschied er sich kaum von allen anderen, außer durch seine Jugend. Aber in ihm schlummerte etwas Besonderes, das der große Aphigides am Glanz der Augen erkannte. »Du bist Krakel, nicht wahr?« sagte er mit seiner dunklen, warmen Stimme. Krakel zuckte erschrocken zusammen und blieb stehen. Ungläubig sah er die große Gestalt an. Er konnte sich kaum daran erinnern, den großen Aphigides jemals sprechen gehört zu haben, geschweige denn, dass er von ihm persönlich angesprochen worden wäre. »Du brauchst keine Angst zu haben.« »Angst? Ich? Woher denn?«
versuchte Krake seiner Stimme einen festen Klang zu geben, merkte aber selbst, wie brüchig sie war. Der große Aphigides lächelte. Ich freue mich immer, wenn du mich besuchen kommst. Ich bekomme in letzter Zeit nur wenig Besuch. Krake trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Na ja, murmelte er. Du erzählst ja auch nichts mehr. Da hast du wohl recht. Er strich sich langsam eine lange graue Haarsträhne aus dem Gesicht. Aber warum nicht? Warum erzählst du keine Geschichten mehr? Es sind keine mehr da. Früher, als ihr sie zu den Menschen brachtet, habt ihr immer auch welche zurückgebracht, die ich dann erzählen konnte. Aber jetzt? Krake kaute auf seiner Unterlippe und überlegte. Ich dachte, du erfindest die Geschichten. Einige ja, aber viele kamen von den Menschen und ich habe sie neu erzählt. Aber kannst du da nicht eine neue Geschichte erfinden? Nein, meine Geschichten sind alle erzählt. Und wenn ich gehe und neue Geschichten hole? Fragte Krake mit einem Hoffnungsschimmer in der Stimme. Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Meine Geschichten sind aufgebraucht. Alle außer einer. Es wird jemand anderes kommen müssen, um neue Geschichten zu erzählen. Krake horchte auf. Es gab noch eine Geschichte. Vielleicht würde er diese ja zu den Menschen bringen können. Erzählst du mir die letzte Geschichte? Fragte er fast flehentlich. Nein, das geht nicht. Krake ließ enttäuscht die Schultern hängen. Weißt du, diese Geschichte ist für jemanden besonders bestimmt. Und nur ihm kann ich sie erzählen, sagte der große Aphigides mit Bestimmtheit. Aber der ist nicht hier, oder? Nein, noch nicht. Aber er ist auf dem Weg hierher. Woher weißt du denn, dass jemand kommt? Fragte Krake erstaunt. Es war doch schon so lange niemand hier. Wenn niemand von ihr fortging oder herkam, konnte doch auch niemand die Kunde von jemandem, der hier unterwegs war, bringen. Ich weiß es nicht, aber ich spüre das ganz genau, war sich der große Aphigides sicher. Und wenn du ihm die letzte Geschichte erzählt hast, wird er dann der neue große Aphigides? Fragte Krake. Das weiß ich nicht, auch wenn ich mir sicher bin, dass er viele Geschichten zu erzählen hat. Aber wenn nicht er, wer wird es dann? Krake stampfte auf. Es musste doch endlich jemand geben, der wieder Geschichten erzählte. Mach dir keine Sorgen, Krake. Es wird einen neuen großen Aphigides geben, auch wenn wir noch nicht wissen, wann und wer es sein wird. Krake lief aufgeregt mit kleinen Schritten vor dem Thron auf und ab. Es würde jemand kommen. Und auch wenn dieser nicht der neue große Aphigides werden würde, so würde doch eine Geschichte erzählt werden und vielleicht würde er dabei ein klein wenig lauschen können. Krake. Die Stimme des großen Aphigides riss ihn aus seinen Gedanken. Es tut mir leid, aber du wirst diese Geschichte nicht zu hören bekommen. Jedenfalls nicht von mir. Krake blieb wie angewurzelt stehen. Es war ihm, als würde das kleine Fünkchen Hoffnung, welches in ihm aufflammte, zertrieben. Sei nicht zu betrübt, sagte der große Aphigides. Ich hatte dir doch gesagt, dass es einen nach mir geben wird. Wenn du magst, kannst du ihm entgegengehen. Wem? Jetzt begann die Hoffnung wieder zu leuchten. Der große Aphigides lächelte. Wen auch immer du triffst. Ich bin mir sicher, du wirst niemand Falsches herbringen. Zur gleichen Zeit auf einer Insel im kleinen Sifrika. Mia war wütend. Der See war krank und niemand tat etwas. Ihre Mutter nicht, ihre Schwester und ihr Bruder nicht und nicht einmal ihr Vater. Von allen anderen hätte sie nichts anderes erwartet. Aber die Familie der Königin musste doch etwas unternehmen. Oder sahen sie die Gefahr nicht? Dabei war es nicht zu übersehen. Das Wasser des Sees wurde immer trüber und kälter und seine Bewohner begannen langsam zu sterben. Immer häufiger wurden verendete Tiere, Fische, Muscheln, Krebse, Vögel, Schlangen an die Ufer der Inseln gespült. Und auch wenn die Menschen dies mit Besorgnis zur Kenntnis nahmen, blieben sie doch erschreckend tatenlos. Immer wieder hatte sie versucht, ihre Familie und ihre Freunde dazu zu bewegen, der Ursache auf den Grund zu gehen. Die einhellige Meinung aber war, dass der See sie immer beschützt hätte und dies auch weiterhin tun werde. Derzeit reinige er sich wohl selbst und bald würde alles wieder so werden, wie es immer war. Aber das wurde es nicht. Es wurde schlimmer. Doch immer noch war niemand bereit, etwas zu tun. Einst,
schafften es vereinzelte Menschen noch, von den Ufern des Sees bis auf die Insel zu gelangen und brachten Nachrichten mit von diesem unbekannten Ende der Welt. Die hätte man fragen können. Aber es war lange her, dass jemand gekommen war. Sehr lange. Der letzte war ihr Vater. Mia war wütend. Wütend vor allem auf ihn, der doch wusste und erlebt hatte, zu welch grausamen und törichten Taten die Menschen außerhalb der Insel in der Lage waren. Und welch unbekannten, unbeherrschbaren und unerklärlichen Mächte dort noch ihr Unwesen treiben konnten. Oder waren die Geschichten einfach nicht wahr? Er hatte ihr von Dingen, Geschehnissen und Orten berichtet, die so unglaublich und fast nicht vorstellbar waren, dass es ihr nahezu jedes Mal den Atem verschlug, wenn sie nur daran dachte. Und sie hatte sich immer und immer wieder angehört. Was, wenn es das alles gar nicht gab, sondern nur seiner Fantasie entsprungen war? Aber konnte ein Mensch sich das alles ausdenken? Sie dachte an ihren Onkel. Auch er war vom Festland gekommen. Damals noch, vor ihrem Vater mit einer Gruppe von Menschen, die hier ihr Glück suchten und fanden. Vielleicht sollte sie ihn fragen. Sicher wüsste er die Wahrheit. Aber was würde das nützen? Auch er war voller absonderlicher Geschichten. Anders als ihr Vater behauptete er zwar nie, dass diese Wort für Wort der Wahrheit entsprachen, dass sie erfunden waren, hatte er aber auch nie zugegeben. Und immer wenn ihr Vater begann, eine seiner Geschichten zu erzählen, hatte er sich alle Mühe gegeben, diese mit den unglaublichsten Einzelheiten auszuschmücken. Mia wusste, dass etwas geschehen musste. Irgendjemand musste sich aufmachen, um den Grund für die Veränderung des Sees herauszufinden. Aber wenn sich niemand fand, gab es wohl nur einen Ausweg. Und morgen würde Neumond sein. 2 Tage später, am Ufer des kleinen Seefricker. Jahreszeiten. Ihr Vater hatte ihr davon erzählt. Vom ewigen Kreislauf der Natur, vom Erwachen und Erblühen der Pflanzen und Tiere im Frühling, von sengender Hitze und Trockenheit im Sommer, von wilden Stürmen und heftigen Regen im Herbst und von eisiger Kälte und Schnee im Winter. Sie kam von den Inseln des ewigen Frühlings inmitten des kleinen Seefricker und kannte diese Wechselspiele nicht. Ein wenig hatte sie gehofft, dass eine andere Jahreszeit herrschen würde, aber als sie jetzt am Strand erwachte, war sie doch froh, dass auch hier scheinbar Frühling war. Sie hatte versucht, während der Überfahrt wach zu bleiben, aber es war, so rätselhaft es auch sein mochte, ihr genauso wenig gelungen wie allen anderen, die jemals den Weg in die eine oder andere Richtung genommen hatten. Ein Stück von ihr entfernt standen in vielfältigen Farben blühende Blumen, Schmetterlinge schwirrten durch die Luft und von weiter weg war der liebliche Gesang von Vögeln zu hören. Aber all dem schenkte sie nur flüchtige Aufmerksamkeit. Das Wasser des Sees war hier noch trüber und überall entdeckte sie im krassen Gegensatz zur sonstigen Idylle faulende Tierkadaver. Wie es schien, war sie der Ursache ein Stück näher gekommen. Sie sah auf den See hinaus. Die Inseln waren von hier aus nicht einmal zu erahnen. Und mit einem Mal fühlte sie sich einsam und alleine und verlassen. All ihre Mut und ihre Zuversicht waren Angst und Zweifel gewichen. Sie war gelandet in einer fremden Welt. Einer fremden Welt, die sie schon immer hatte kennenlernen wollen. Aber jetzt, wo sie die Gelegenheit dazu hatte, fühlte sie sich schutz- und wehrlos. Wo war die Hand, die sie bei ihren ersten Schritten hinein ins Unbekannte führte? Sie weinte leise. Vielleicht hätte sie doch nicht herkommen sollen. Vielleicht sollte sie zurückkehren. Lange saß sie am Strand und verfolgte die Sonne auf ihrer Wanderung über den Himmel, ohne sich entschließen zu können, aufzustehen. Gegen Abend, als die ersten Sterne leuchteten, die Sonne nur noch ein schwaches Licht von unterhalb des Horizonts schickte und ein kühler Wind aufzog, erhob sie sich endlich. Der nächste Vollmond ließ noch eine ganze Weile auf sich warten. Und bis dahin konnte sie getrost versuchen, dem Grund für all das noch ein Stück näher zu kommen. Weit kam sie nicht mehr, bis die Nacht hereinbrach und trotz der unzähligen Sterne die Umgebung in Dunkelheit tauchte, so dass kaum noch etwas zu erkennen war. Sie legte sich an den Strand und fröstelte leicht. Sie würde wärmere Kleidung brauchen. Der dünne, helle Stoff ihres luftigen Kleides war nicht in der Lage, sie zu wärmen. Sie zog es enger um sich und war dennoch bald eingeschlafen. Am nächsten Morgen folgte sie dem Strand in Richtung des immer trüber werdenden Wassers. Die Vegetation wurde immer spärlicher und sie entdeckte immer mehr tote Tiere, bis schließlich nur noch abgestorbene Bäume ihre toten Arme in den Himmel streckten. Und obwohl die Sonne hoch am Himmel stand, war es kühler geworden. Der See verströmte hier einen leicht süßlichen Geruch und sein Wasser wirkte fast dickflüssig.
Auch die Luft wurde immer schwerer, und je weiter sie ging, desto tiefer lief sie in einen grauen, immer dichter werdenden Nebel hinein, der sich pelzig auf die Zunge legte und stechend in die Nase kroch. Das Atmen fiel ihr zunehmend schwerer, und es lag eine tonnenschwere Stille über allem. Hilda! Nichtsnütziges Dreckspack! Kommt raus, es gibt Arbeit für euch! Blitzartig ließ sie sich zu Boden fallen und suchte Schutz hinter einem Baumstumpf. Ängstlich schaute sie um sich und wagte kaum zu atmen, um nur ja kein Geräusch zu verursachen. Aber ihr Herz schlug so laut und heftig, dass sie fürchtete, es würde bis zu den Inseln zu hören sein. Wo bleibt ihr denn, ihr missratenen Ausgeburten der Unterwelt? Hier ist Arbeit, ich habe nicht ewig Zeit. Wieder erklang die donnernde tiefe Stimme, die weit über Ufer und See hallte. Vorsichtig wagte sie einen Blick hinter ihrem Versteck hervor. Nur schemenhaft konnte sie einen weit überladenen Wagen erkennen, auf dessen Kutschbock eine massige Gestalt stand. »Ihr verblödeten, verdammten Rattenärsche, kommt endlich!« Weiter kam er nicht, denn sein Brüllen ging in einen schmerzhaft klingenden, harten Husten über. Die Gestalt begann zu würgen und zu röcheln und sackte leicht vorüber. Schließlich schälten sich weitere Gestalten aus dem Nebel, die langsam schlurfend auf den Wagen zugingen und Gruß und wortlos begannen, ihn zu entladen. »Es wurde auch Zeit«, war die jetzt heisere Stimme des Dicken zu vernehmen. »Wie haltet ihr das hier nur aus? Das kann doch kein normaler Mensch überleben!« Er erhielt keine Antwort. Die anderen arbeiteten, schweigend und in bedächtigem, aber bestimmten Tempo. Sie beobachtete, wie ein Feuer entzündet wurde, in welches Äste und Baumstümme hineingeworfen wurden. Schwarzer, dichter Rauch stieg auf, und sie spürte, hier brannten nicht nur Bäume. Es war noch etwas anderes. »Hä? Damit hättet ihr warten können, bis ich wieder weg bin!« rief der Dicke und trieb seine Pferde an, den Wagen zu wenden, um so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Mia blieb noch in ihrem Versteck. Nachdem das Feuer heruntergebrannt war, begannen die Schatten, die Asche in den See zu schaufeln. Und als auch dies geschehen war, verschwanden sie wieder im Nebel. Mia hatte hier genug gesehen, und sie beschloss, dem Wagen zu folgen. Aus Angst, entdeckt zu werden, schlug sie einen weiten Bogen um die Stelle, an welcher er gestanden hatte. Sie lief fort vom See in einen immer dichter werdenden Wald hinein in die Richtung, in der sie den Weg, auf dem der Wagen unterwegs war, vermutete. Aber Stille und Nebel machten es ihr schwer, sich zu orientieren. Und als sie endlich wieder Geräusche, die von Leben im Wald zeugten, wahrnahm und der Blick freier wurde, fand sie die Spuren des Wagens nicht mehr. Sie hatte sich verlaufen. Ja, lass uns gleich mal mit dem Interview anfangen und über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Und natürlich wäre es total schön, wenn du nochmal zu deinen ganzen Figuren was erzählst. Also gefühlt für mich 50 Figuren, 50 Orte. Wie funktioniert das? Ich glaube, die Hörer und auch Leser interessiert das sehr, wie man sowas hinbekommt, ohne sich zu verzetteln. Okay, ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also die Idee für dieses Buch hatte ich, als ich mich mit dem ersten Buch nochmal beschäftigt hatte. Das lag ja lange in der Schublade. Und als ich dann doch irgendwann an den Veröffentlichungsprozess ging und mich damit nochmal beschäftigte, kamen mir so erste Ideen für dieses zweite Buch. Da war zuerst die Königin da. Die hatte ich so bildlich vor mir, wie sie da in dieser Bibliothek völlig hilflos und verloren in der Bibliothek steht. Es war so die Idee, über sie zu schreiben. Und ja, da gab es so ein paar kleine Ansätze, Überlegungen dazu. Die hatte ich dann auch erstmal wieder beiseite gepackt, weil ich, wie gesagt, mit dem ersten Buch noch beschäftigt war, aber gedanklich immer wieder dahin abgeschweift bin. Und irgendwann war auch klar, ja, worum geht's? Also natürlich war mir auch relativ schnell klar, dass der Johannes wieder auftaucht. Und dann auch sehr schnell die Mia, also dass die letztendlich auch eine Rolle spielt oder wichtig wird. Und ich habe dann beim Schreiben irgendwie festgestellt, dass so viele Sachen parallel stattfinden. Und auf einmal hatte ich so auch das Gefühl, da gehört noch jemand anders hin. Also ja, es entstanden einfach tatsächlich
mehrere Handlungsstränge, die erstmal unabhängig voneinander stattfanden, die sich dann miteinander verflochten haben zum Ende hin. Und es war auch ein dynamischer Prozess. Also während des Schreibens hat sich die Geschichte auch nochmal verändert, weil auf einmal tauchte dann noch jemand auf, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, der mir noch gar nicht klar war, dass der jetzt auch noch dazukommt. Und ja, es war ein langer Prozess tatsächlich, auch weil ich nicht kontinuierlich durchgeschrieben habe, sondern auch größere Pausen hatte und dann immer wieder ein bisschen Zeit brauchte, reinzukommen. Irgendwann stellte ich auch fest, wenn ich jetzt es geschehen ja viele Sachen gleichzeitig und die gleichzeitig dann auch schreibe, dann kam ich in eine Wahnsinnsverzettlung rein und habe mich dann erstmal darauf beschränkt, einen Handlungsstrang zu Ende zu schreiben und die anderen dann da drum herum anzupassen. Das hat ein bisschen funktioniert, auch wieder nicht so ganz, weil die anderen Handlungsstränge dazu geführt haben, dass der erste zu Ende geschriebene Handlungsstrang sich auch nochmal veränderte, weil da eben Dinge passierten, die Einfluss darauf hatten, was das wieder verändert hat. Ja, es war ein langwieriger, komplizierter Prozess, ja, kompliziert, schwierig, aber hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Also auch mit jedem Nebenschauplatz und jedem Nebenaspekt, der noch dazugekommen ist, hat das einfach noch mehr Spaß gemacht, dass letztendlich da so eine kleine Welt entstehen zu lassen. Wie ist das bei dir? Planst du oder bist du so eine Art Bauchschreiber, also einfach drauf losschreiben? Ja, so eine Mischung daraus, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt ja bei dem und bei dem anderen, bei dem ersten Buch ja auch so die Grundidee, die habe ich dann ein Stück weit erstmal im Kopf für mich ausgearbeitet, habe dann mir so ein Ablauf oder so ein Kurzskript notiert, aufgeschrieben und hab dann jeweils oder stelle dann jeweils beim Schreiben fest, dass sich die Geschichte verändert und werf dann meinen Plan auch über den Haufen und lass mich dann auch ein Stück weit tatsächlich von meinen Protagonisten leiten. Also ich hatte jetzt bei dem Buch tatsächlich auch bei ein paar Protagonisten, die haben es mir nicht leicht gemacht tatsächlich, weil ich wusste schon, dass die da sind, dass die da stattfinden, aber irgendwie haben die mir dann auch durchaus zurückgemeldet, nee, das mache ich jetzt nicht, das passt nicht zu mir. Oder warum sollte ich das machen, ist totaler Quatsch. Aber die gehörten irgendwie dahin. Und bis ich die dann so richtig hatte, hat es mitunter ein bisschen gedauert. Und da die sich verändert haben beim Schreiben, hat sich auch die Geschichte verändert. Und der ursprüngliche Plan ist dann nur noch so in Ansätzen umgesetzt worden, sag ich mal, oder mit großen Abschweifungen von dem ursprünglichen. Also ich lasse mich da sehr vom Gefühl auch leiten. Auch, dass ich da auch gerne mir die Figuren genauer anschaue, was machen die. Manchmal bei manchen Figuren einfach eine Hintergrundgeschichte für mich selbst ausdenke, die gar nicht im Buch vorkommt, die aber für mich irgendwie klarer wird, warum die so sind, wie sie sind. Und das beeinflusst auf alle Fälle denn das Ergebnis am Ende. Welche Taste an deinem Laptop bzw. PC ist am meisten abgenutzt? Wahrscheinlich tatsächlich das E, weil der gebräuchlichste Buchstabe im Deutschen. Aber ansonsten benutze ich auch viel Steuerung C und Steuerung V, weil ich manchmal Dinge schreibe, die dann einfach irgendwo hin und her verschoben werden, um das in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber das E ist noch erkennbar, oder? Ja, es ist noch erkennbar. Es ist so abgenutzt, ist es denn nicht. Genau, es gibt ja auch, dass die Taste einfach irgendwann rausfällt. Also ne, früher war das so, dass die Taste dann einfach nicht mehr möchte und dann sich verabschiedet. Aber dass die noch nicht passiert. Nee, das ist, funktioniert alles noch so. Ich glaube, das wäre auch wirklich ganz schrecklich. Also gerade wenn so eine wichtige Taste wie, oder ja, egal welche Buchstabentaste, außer vielleicht das Q und das Y, wenn die nicht funktionieren, ist das eine Katastrophe beim Schreiben. Man fliegt ja jedes Mal aus dem Schreibfluss raus. Ja, das stimmt. Also ich habe heute bei mir auch mal den Blick auf die Tastatur gewagt, so von der Seite. Ist ja sehr erschreckend. Mhm.
Wie abgenutzt die sind, oder? Ja, wie abgenutzt. Also da ist auch so ein, naja, sind so ein paar Buchstaben, wo man merkt, okay, die benutzt man häufiger. Ja. Also es ist schon faszinierend, da auch mal den Blick drauf zu werfen. Ja, 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 absolut. Glücklicherweise ist es ja denn aber so, dass man ja die Tastatur kennt und auch wenn die Buchstaben nicht mehr zu erkennen sind, weiß, welche das sind, wenn man regelmäßig schreibt an der Tastatur. Genau, das stimmt. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Na, ich habe einen Instagram-Kanal oder einen Instagram-Account, Friedrich Pohl. Da bin ich zu finden. Da, also ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit Social Media. Ich versuche da immer mal so ein paar Sachen. Ich stelle da so in regelmäßig in Abständen, jedenfalls versuche ich das, so kurze Hörproben von meinen Büchern rein. Sonst bin ich immer noch am Versuchen, was da gut funktioniert. Ja, da bin ich auf alle Fälle zu finden. Ansonsten auch noch bei Lovely Books bin ich angemeldet und auch bei büchertreff.de. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Hast du ein Taschenbuch, ein Hardcover-Buch, ein E-Book? Die Bücher sind beide als Taschenbuch erhältlich und überall im Buchhandel beziehungsweise im Internet, wo man Bücher bestellen kann, bestellbar. Sollte jedenfalls so sein. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Das wäre sonst sehr schade. Oder man meldet sich bei dir. Ja, falls da irgendwas nicht klappt mit Bestellungen, dann gerne an mich schreiben. Am einfachsten über Instagram oder auch per Mail. An friedrichpohl@gmx.de kann man mich auch gerne kontaktieren. Sehr schön. Wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage, die dir auch sehr bekannt vorkommt. Mhm. Das vermute ich mal. Was wünschst du dir von den Lesern? Na, in erster Linie wünsche ich mir natürlich, dass die Leser sich von den Büchern gut unterhalten fühlen. Und dann natürlich freue ich mich auch über Feedback und auch über Bewertungen im Internet. Wer das gerne machen möchte, freue ich mich auch immer wieder. Auch über kurze Rezensionen, gerne auch Kritik zu Dingen in den Büchern, die weniger oder kritischer gesehen werden oder nicht gefallen haben. Da bin ich auch immer sehr dankbar drüber, weil das ja auch zukünftig nur Vorteile haben kann, wenn man weiß, wo es hakt. Da gebe ich dir recht. Kritik ist wichtig, ob nun positiv oder negativ, das ist ja völlig egal, solange man sachlich bleibt. Genau. Kritik ist dann eben okay, wenn sie nicht ins Persönliche und Beleidigende abdriftet. Denn da verzichte ich gerne drauf. Ja, das verstehe ich auch total. Ja, Friedrich, leider sind wir am Ende. Schade. Ja, es ging irgendwie ganz schön schnell jetzt rum, die Zeit. Ja, das finde ich auch. Nächste Mal machen wir nur Lesung, dann dafür eine Stunde. Okay. Ohne Fragen. Bis dahin muss ich dann das nächste Buch fertig haben, wahrscheinlich. Ja, das wäre schön. Ja. Gut, ich bin dran. Ich habe aber keinen mir abgewöhnt, mir da selbst Fristen und Deadlines zu setzen, bis wann das fertig sein soll. Daran bin ich immer gescheitert. Aber ich finde das auch gut, dass du dir da Zeit lässt, so wie du sie brauchst. Das ist, finde ich, persönlich gut, weil unter Druck, was soll dabei rauskommen, ne? Ja, es ist fertig, wenn es fertig ist. Genau so ist es. Und wenn denn für mich auch das Gefühl da ist, jetzt ist es rund, jetzt kann ich es auch rausgeben. Genau, sehr schön. Vielen Dank nochmal, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass ich dein Gast sein konnte, durfte. Immer wieder gerne. Du bist immer herzlich willkommen. Und ja, vielleicht bis bald. Ja, wir bleiben irgendwie in Verbindung bestimmt. Genau. Also ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Ja, danke. Dir auch. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine
Lesung.